Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Jo, wir sind gerade dabei, uns neue Missionen zu organisieren. Und das machen wir einfach mal, ne? Scannergebiet auf Mission. Komm schon. Gangland, nett. Rhodite-Abbauer. Ich meine, Rhodite, Hooligans und Absturzstelle. Wahrscheinlich hast du noch was im Angebot. Ja, sonst würde er nicht scannen. Nö. Und ja, wir haben ja jetzt die Hawkeye-Lizenz maximiert. Das bedeutet, dass ich da drüben rückgängig machen schon weitere Miniguns platziert habe. Was natürlich Mist ist. Worauf wollte ich hinaus? Ja, ihr seht, ich habe hier Miniguns platziert, weil ich die aus Versehen abgerissen habe. Und da ich gesehen habe, dass ich 4 Stück habe, die auf die andere Seite auch platziert. Jetzt kann ich die Teile nicht mehr abbauen. Was ja natürlich gar nichts macht. Denn ich habe ja noch Storage Units, wenn ich die mal finden würde. Hier. Natürlich nehme ich noch eine für einen mobilen Einsatz mit. Und da wir die Hawkeye-Lizenz maximiert haben, haben wir auch das Payload-Terminal bekommen. Womit wir uns eine ganze Menge Blöcke holen können. Die Einzelblöcke hier. Jo. Geht schneller, als sie selbst zu craften. Ganz billig sind die nicht mit 573 pro Stück. Aber Qualität hat halt eben ihren Preis, ne? Dann wollte ich noch eine ganze Menge Schrägen haben. Massivpanzerung nennen die das mittlerweile. Okay. Gut. Nehmen wir. Ja, die sind auch nicht ganz so günstig. Was? Ein paar von den Teilen hätte ich gerne noch. Ja, ich glaube, wir werden noch ein bisschen Geld farmen müssen. Sowas bräuchte ich noch in großer Menge. Dann ein paar Zweierblöcke. Die können ja auch nicht schaden, ne? Ich glaube, ich werde mich jetzt so dermaßen runterwirtschaften, ne? Dass wir jetzt erstmal noch ein bisschen Geld farmen werden. Weil ich muss das Bild, also wie das Ding hier aussehen wird, erstmal vor meinem geistigen Auge visualisieren. Das ging ja auch leider wieder verloren. Weißt du was, nehmen wir mal ein paar von den Teilen. Ein paar Teile von dem Zeugs. Ein paar davon. Kann man ja gebrauchen für Stilelemente, ne? Jetzt bin ich pleite. Ich mal einen großen Rotor kann ich mir leisten, wenn ich das wollte. Tragflächen. Dass wir was Fliegendes bauen wollen. Und pleite. Alles klar. Moment. Wunderbärchen. So, holen wir sich jetzt mal ein paar Quests, beziehungsweise erledigen ein paar Absturzstelle. 300 Meter. Da sind wir dabei. Wunderbar. Auch jetzt wieder ein bisschen Kleingeld, verstehst du? Venture Payload Terminal habe ich ja leider auch noch nicht. Komm ich jetzt mal hoch? Du kannst mal wieder verschwinden. Geht doch. Kommen da ein paar Gegner mit dazu? Oh, guck mal, Gegner. Ich glaube, das ist die Gangland-Mission oder so. Gratis-Blöcke? Jo, gratis. Oh, Hawkeye. Und Ressourcen, was haben wir denn da? Holz? Titania und Luxite und ein Computer. Ja, danke fürs Gespräch. Ist wahrscheinlich irgendwie so eine Herstellungseinheit. So gut, kümmern wir uns direkt mal um die Hooligans. Schon mal hier stehen. Wieso leuchtet das gelb? Was passiert, wenn ich da eigentlich ein Flugzeug, dann fliegt das nicht mehr. Kann ich eigentlich nur noch Gas geben. Nö. Anwenden und verlassen. Warum leuchtet es jetzt gelb? Verstehe das nicht.
Können wir die von hier aus mit der großen Bertha beschießen? Ausrichten? Vielleicht mal ein bisschen weiter in die Höhe. Ja gut, nicht einmal die Cruise Missiles sind in Reichweite. Alles klärchen. So. Ja, du kannst erstmal verschwinden, Kleiner. Mit dir redet hier keiner. Sorry. Gut, nehmen wir halt den Umweg. Und da hinten ist direkt die nächste Quest. Uiuiui. Naja. Gratis Blöcke und ein bisschen Kohle dafür. Why not? Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Cruise Missiles kaufen sollen. Der wäre erledigt. Oha. Der reagiert sogar. Alles aus sicherer Entfernung platt machen. Das läuft dann. Seine Energieleistung ist ja auch relativ hoch. Ich hoffe mal, der macht jetzt nicht die ganzen Blöcke kaputt. Das fände ich jetzt doof. Oh, der schießt zurück. Was ist mit der Quest? Hoppala. Na komm, verankern wir mal hier. Oh. Energietank. Baumtank. Das hat jetzt Aua gemacht. Ich glaube, ich habe da aus Versehen einen Tank erwischt. Ja, ich muss nochmal entankern. Wie die Kiste hier erstmal aufbekommen. Na komm. Ich weiß, dass du es kannst. Lass ihn raus, den T-Shirt. Wo ist denn das? Experimentelle Kugel. Alles klar. Da kannst du halt ein Tech bauen, das auch aussieht wie eine Eiterbeule oder so ein Quatsch, ne? So. Ich glaube, wir fahren da rückwärts dran. Wenn uns die Lenkung mal nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. So, jetzt saug. 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 Die anderen Sachen sind dann leider zu weit weg. Entsprechend müssen wir nochmal umsetzen. Wunderbar, dass die Miniguns nicht ballern, wenn da ein Baum im Weg ist. Hoppala. Und? Na gut, zuerst bekommen wir die Megaton-Kanonen. Ist ja auch schon mal was wert. So, die nächste Quest war direkt da voraus. Rodite. Blaues Zeug. Nur abbauen? Das kann ich. Das kann ich für dich tun, mein Freund. Das ist das kleinste Problem. Muss ich das auch verkaufen? Nö, ich muss es nur... Ach, das ist die Danitrodite. Oder was ist das grüne Zeug? Weiß es nicht. Gucken, was so eine Cruise Missile kostet. Das ist wahrscheinlich so über 20.000, oder? Waffen? Über 30 sogar. Ja, da muss ein alter Mann lange für farmen. Weißt du was, du kommst mal mit. Nee, da kann ich dich ja eh nicht verwenden. Wenn ich nicht verankert bin. So. Kommst auf jeden Fall mal mit, Freundchen. Na komm, mach mal hin. Will da näher ran. Näher ran. Na gut, kannst auch die Laserkanone mitnehmen. Hab ich kein Problem mit. Guck mal, der ist getriggert. Der will es jetzt wissen. Und verliert ein Rad. Besser Rad ab als Rad ran oder so. Jetzt bekämpfen die sich gegenseitig, ist ja putzig.
Guck mal, da sind wieder so zwei Texte aneinander gebunden. Danke für die Streams, die braucht kein Mensch. Momentan. Oh oh. Oh oh. Ja, war schön mit dir. Ich ziehe mich mal kurz zurück, wenn erlaubt. Oh. Na, das war ja einfach. Moment, noch ein bisschen Restsonne mitnehmen. Ach, der ist auch schon erledigt. Der Ärmste. Ja, die Restsonne ist jetzt wichtig. Was für eine Quest ist denn das eigentlich? Gangland. Ja gut. 4000 XP. Ich sehe die Zahl nicht. Vielleicht dürfte eigentlich nicht reichen, ne? Brauchen wir eigentlich noch ein paar Venture-Missionen, damit wir die Lizenz maximieren können. So. Dann teilt euch mal... Oh, ihr seid ja mehr. Macht nichts, ich habe mehr Feuerkraft als ihr. Triple Threat? Das ist ja mal ein komischer Name. So, weiter, 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 weiter. Das war's. Na komm. So schwierig kann das Verankern doch nicht sein, ne? Was haben wir da bekommen? Ein Hut. Das ist doch mal das Wichtigste. Ne, Sombrero. So. Ah, jetzt gehen die Lichter an. Nun denn? Ja, und jetzt gehen... Ach, die gehen noch auf. Wir haben noch Restsonne. Das ist schön. Kleine Restsonne sollten wir bis aufs Maximum ausnutzen. Damit das so weit hinhaut mit dem Auffüllen. Ja, da habe ich mir auch einen Geniestreich mitgespielt, ne? So, das war's mit der Sonne also. Können wir ja halt mal hinne machen, ne? Mach mal hinne. So, du hier hin. Da hinten werde ich mal direkt mal kurz verankern. Und nee, eine Venture Storage Unit habe ich immer noch nicht. Guckt euch das mal an, wie schnell die hochfahren. Im Vergleich zu den nicht verankerten Blöcken. Das geht ja ziemlich zügig, ne? War's das? Kommt da noch was angekrochen? Nö. Fahren wir mal darüber. Direkt mal den Poppesai hinwenden. Oh. Düsen, Flugblöcke. Nimmt man ja gerne an. Sag mal, geht's dir noch gut? Greif dich einfach meine Storage Unit an. Glaub's gleich. Ich glaub's gleich. So, ist alles sauber hier? Also Rodeiten müsste ja das grüne Zeug sein. 50 Einheiten. Gut, dann müssen wir halt den nächsten Wald finden. Ah, da hinten. Ich wollte schon sagen, vor lauter Wüste sehe ich kein Grünland mehr, aber da haben wir eine ganze Menge von. Rodeit, wo steckst du? Da hinten Rodeit, ja. Ist doch Rodeit das grüne Zeug, oder? Ach, hier ist auch noch Rodeit. Und da sind zwei Quellen. Kann man natürlich noch nutzen. Nee, das ist Eruid. Rodeit. Ist es das orange Zeug? Ja, Gegner, bin doch mal ruhig. Stellt er sich mir einfach in den Weg. Ich weiß gar nicht, worauf er sich da eingelassen hat. Das ist Plumbium und Oleit.
Ist das hier Rhodite? Oder ist Rhodite das türkise Zeug? Türkise Zeug finden wir in den Bergen. Das ist Ignite. Ja gut, ich glaube, da müssten wir halt wirklich in die Berge. Weiß irgendjemand, wo die hingekommen sind? Fahren wir hier erstmal durch die Wüste bei Nacht. Ich weiß, da hinten ist ein Gegner, der gekollt werden möchte. Das macht ja nichts. Rhodite müsste dann wirklich das türkise Zeug sein. Ach, ich brauche nur noch 9 feindliche Techs. Das ist ja einfach. Anscheinend waren wir hier noch nie. Sonst wären die ganzen Blöcke ja irgendwie zermatscht. Gut, Berge und so. Oder finden wir die auch in der Salzwüste? Das da könnte auch Rhodite sein, das hätte also dieses blaue Zeug. Na, guck mal. Was willst du denn, Kleiner? Oh, so klein bist du gar nicht. Aber du fällst gerne in Einzelteile. Finde ich ja auch sehr nett. Juhu. Das war ja einfach. Rhodite, Rhodite, Rhodite. Und solche Solargeneratoren kann man auch nie genug haben. War's das? Ist hier sauber? Brauchen wir das Zeug, was da hinten am Blinken ist? Ich glaube nicht. So. Ist da Rhodite drin? Das ist Plumbit, oder? Jo. Carbide. Also. Es gibt ja auch diese türkisen Kristalle, die meine ich jetzt aber nicht mit dem türkisen Zeugs. Das hier müsste Titanit sein. Jupp. Uiuiui. Komm, holen wir uns erstmal eine Quest. Das da mal. Die meine ich, aber das ist kein Rhodite, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Guten Morgen. Nee, das ist Celestine. Da müssen wir wirklich in die Berge, um das zu finden. Ja, ja, ist in Ordnung. Schießt er da einfach über den Hügel? Der traut sich ja was. Sein Megaton-Kanon steht er hier und glaubt, er ist der Größte, oder wie? Eieiei. Gut, hat da ein paar Megaton-Kanonen fallen gelassen. Das heißt, wir können den mitnehmen. Und was wollte der jetzt? Tütüt. Geht doch. Man muss das Tech nur zwingen. Ich muss da hoch. Ja gut. Das hätte er auch mal früher sagen können. Da vorne liegt ja auch noch wieder Gerät. Von Hawkeye. Hoch, hoch, hoch. Komme ich an dich ran, missionstechnisch? Ja. Komm, gib, gib, gib. Na komm, mach. Ah, hier, Sonderlieferung. Fiese Typen. Zeitfahren. Bekomme ich noch mehr Mission? Keine Mission in der Nähe gefunden. Fahren wir mal in Richtung Zeitfahren. Gucken wir uns mal an, was da für eine Strecke ist. Die schafft man zwar in dieser Folge nicht mehr. Wir können uns hier mal angucken, was das ist, ne? Was die da schon wieder von uns wollen.
Das kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Na komm, weiter. Das eine Rallye-Rad können wir auch verzichten. Hoppala. Gegner zum Keulen. Ach, du schießt doch nicht zurück, oder? Sag ich doch. Dass die Batterien immer kaputt gehen müssen. Panzerplatten. Also die Panzerplatten haben auch noch nie einem Tech geholfen, ne? Die bringen vielleicht was ganz am Anfang etwas, wenn die ganzen Techs noch Mini-Vinis sind. Wenn es da halt gegen so eine Megaton-Kanone antreten musst oder so eine Hawkeye-Kanonenturm, dann hast du ja eh keine Chance. Na komm, ich wollte mir die Strecke angucken. Ah, da ist er ja. Na gut, das dürfte einfach sein. Ich glaube, ich baue dann schnell mal offscreen unseren Standard-Rallye-Gerät auf. Und dann sehen wir ja weiter, ne? Falls ich es nicht vergesse, natürlich. So. Wahrscheinlich stehe ich jetzt hier mitten auf der Rennstrecke. Kann ja sein, dass die ja direkt so rumgeht. Moment. Können wir? Passen wir da durch? Solange wir da noch durchpassen, gelten wir als kleiner Tech. Oha. 3 Kilometer. Mit dem Haupttech. Das kannst du knicken, Freundchen. Vor allem, weil wir jetzt hier gleich hängen bleiben. Solange ich 2 Räder drin habe, ne? Gilt das noch, oder? Der Versuch. Nö. Hätte ja klappen können. Nee, eigentlich nicht, aber. Gut, wir wissen jetzt zumindest, dass es da nicht rumgeht. Zumindest, hat er gesagt. Naja, gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, dass der hier noch ein paar aufs Maul möchte. Da kann ich einfach so mitten in meiner Anmod spawnen. Das geht doch nicht. Schämen soll der sich. Hab ich gerade Anmod oder Abmod gesagt? Ich weiß es doch nicht. Ich höre mir doch nicht selbst zu. Soweit kommt's ja noch, ne? Wenn ich mir selber zuhören müsste. So, meine Freunde, ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt nichts weiteres spawnt, ist diese Folge leider schon vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.